13 Tage nach Sorayas Geburt starb ihre Mutter und ließ uns beide zurück. Soraya lebt seitdem bei mir. Als sie alt genug war, zur Schule zu gehen, habe ich sie im Compassion Kinderzentrum angemeldet. Dort wurde sie mit offenen Armen aufgenommen. Am Samstag, den 14. August, hatte ich Soraya gerade zur Schule gebracht. Ich stand vor unserem Tor, als unser Haus begann, in sich zusammenzufallen. Das erste Stockwerk brach unter dem zweiten zusammen. Ich sah zu, wie es in sich zusammenbrach. Während des Erdbebens war ich in der Kirche. Ich spürte, wie an mir ein starker Wind vorbeizog. Dann begann der Boden zu beben und wir fingen alle an zu schreien. Als meine Oma kam, um mich abzuholen, fragte ich sie, ob unser Haus eingestürzt ist. Sie sagte, dass unser Haus nicht mehr steht. Als wir wieder zu Hause waren, brachte mein Schwiegersohn ein Zelt vorbei. Wir schliefen von nun an darin, aber es regnete immer wieder hinein. Wir konnten nicht länger im Zelt bleiben. Mein Pastor kam und erzählte, dass auch die Kirche betroffen ist und wir deswegen auch dort nicht bleiben könnten. Aber er bot uns an, mit ihm zu kommen. Wir bekamen eine Unterkunft und sie versuchten uns so gut wie möglich zu unterstützen. Ich wünsche mir, dass unser Haus wieder aufgebaut wird und alles so wird wie früher. Durch Jesus habe ich Hoffnung. Ich bin dankbar, weil mein Dorf, Compassion, die Kirche, mein Pastor und Gott da sind und mir helfen.